Gut mitgespielt. Jetzt aber Ronaldo, mach ihn. Was geht ab, Leute? Euer Pax, weil er ist am Start und heute wünsche ich euch recht herzlich willkommen zur 18. Folge Ronaldos Casino. Und das ist auch gleichzeitig eventuell die letzte Folge, weil Ronaldo hat bis jetzt 49 Tore gemacht und ich habe ja gesagt, bei 50 Toren beende ich erstmal die Serie. Und wenn ich dann Ronaldo und FIFA 15 Ultimate Team habe, werde ich dann die Serie eventuell reloaden. Dann werde ich bei 50 Toren anfangen und dann wieder bei 100 Toren beenden. Also immer 50 Tore pro, ja, Ronaldo Casino, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja, haben wir in der letzten Folge ein Upgrade bekommen, nämlich wir hatten eine Tordifferenz von 9, ich glaube, das war auch ein neuer Rekord. Da haben wir nämlich Götze bekommen, dann habe ich noch einfach mal noch 3 weitere verbessert, nämlich Pedro. Weil Götze haben wir um 4 verbessert, dann hier Pogba um 2, dann ergibt dann 6, Modric um 1, 7 und Pedro um 2, das heißt, ja, insgesamt 9. Haben wir jetzt hier 4 Verbesserungen, Pogba, Götze, Modric und Pedro. Auf jeden Fall suchen wir uns erstmal unseren ersten Online-Gegner. Eventuell werden wir jetzt heute nur ein Spiel machen, weil wenn Ronaldo im ersten Spiel schon ein Tor macht, dann müssen wir ja nicht mehr das zweite Spiel machen, weil Ronaldo dann schon 50 Tore hat. Auf jeden Fall suchen wir uns jetzt unseren ersten Online-Gegner. Unser erster Gegner durch die Nationalität Italien. Er im Auswärts, nein, im Heim Nigeria-Trikot. Und wir natürlich in unserem, ja, schönen kirschroten Portugal-Heimtrikot. Mal schauen, was er für ein Teamchen hat. Eine Bewertung von 84 hat das erste Spiel. Warum haben wir eigentlich das erste Spiel verloren? Wir haben das erste Spiel, ich glaube, 6-0 gewonnen gegen diesen Typen. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Auf jeden Fall hat er ein Palacio, ein Suarez, ein Oscar, ein James Rodriguez, ein Valencia. ZDM, wer ist das? Ist das Paulinho? Oder wer ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann Amero, glaube ich, ein David Luiz und die anderen drei habe ich nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall mal schauen, was der Gegner so drauf hat. Ich werde mir versuchen, ein paar Skill-Tore mit Ronaldo zu machen, aber mindestens eins, weil, ja, dann ist Ronaldos Casino erstmal Geschichte. Und dann werde ich Ronaldos Casino in FIFA 15 dann eventuell fortführen, wenn ich den Ronaldo habe. Ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe mal, ihr freut euch auch drauf. Und ja, die Demo ist leider noch nicht draußen, Leute. Ich nehme es hier gerade am 9.9. auf. Die Demo ist leider noch nicht für die PlayStation erschienen, für die Xbox One schon. Es soll ein richtig geiles Game sein, eventuell mit ein paar Bugs, mit hier Finesse-Shot, OP etc. Mal schauen, aber was es so morgen so bringt auf der PlayStation 4. Ich bin schon richtig heiß auf die FIFA 15 Demo auf jeden Fall. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir erstmal hier an mit dem Spiel Ronaldos Casino. Holen wir uns aber gleich wieder auf Götze, weiter auf Cristiano Ronaldo und da könnte er sein Tor machen, da könnte er jetzt sein Tor machen. Versucht zu schießen, wird aber geblockt irgendwie. Van Persie jetzt mit der Flanke in die Mitte auf Ronaldo und Ronaldo mit einem Volley und der geht nicht rein, sondern abgeblockt sein von seinem Verteidiger. Schöner Pass auf Pedro. Da kommt die Flanke auf Van Persie und da ist das 1-0, Leute. Robin Van Persie, 1-0, 20 Minuten. Eigentlich wollte ich ganz lange gesagt auf Ronaldo, dass er sein 50. Tor bekommt, aber so geht's auch hier. Robin Van Persie 1-0. Jawohl, jawohl, jawohl. Niederlande spielt ja heute auch gegen Tschechien. Euro 2016 Quali, EM 2016 Quali, EM 16 Quali. Auf jeden Fall, ja, hier nochmal das Tor. Schöne Flanke und schöner Volley-Schuss oder Volley-Abnahme. Robin Van Persie. Noch, das hat er gut gemacht auf James Rodriguez. Der könnte jetzt in die Mitte ziehen, macht er auch. Könnte schießen, aber schön gemacht von Thiago Silva. Jetzt unser Gegner mal wieder hier, Palacio. Palacio zieht in die Mitte. Was macht denn der da? Alter. Ernst? So ein Billigtor, Leute. So ein Billigtor. Oscar, Mann. Ich fass es nicht, Leute. Ich fass es nicht. Was macht denn da auch Thiago Silva, ey? Das ist doch nicht normal. Oder Ramos. Keine Ahnung, wer das da war. Zack, Manuel Neuer hält gut und dann, ja, Ramos war das. Und jetzt kommt unser Gegner, James Rodriguez. Zieht jetzt einfach mal ab, aber Manuel Neuer hält. Manuel Neuer hält zum Glück. Wieder eine Ecke für unseren Gegner, wieder David Luiz und dieses Mal ist es drin, Leute. Scheiße. David Luiz mit dem 2-1 durch eine bekackten Ecke, wollte ich sagen. Mann, 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 Mann. 2-1, neuer Spielstand, Leute. Aber wenn jetzt Ronaldo noch ein Tor macht, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das Ziel ist jetzt, mit Ronaldo ein Tor zu machen. Ja, das ist mein Ziel jetzt. Das ist mein Ziel. Götze auf Ronaldo, der Ball kommt nicht an. Jetzt aber Ronaldo, mach ihn.
Und da macht Ronaldo sein 50. Tor, Leute. 2:2 auf jeden Fall hier neuer Spielstand. Und Ronaldo macht sein 50. Tor, Leute. Und ja, das war's mit der Serie. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die 10 am Ende reinschneiden, wenn jetzt hier noch ein paar 10 sind. Auf jeden Fall, ja. Bedanke ich mich schon mal für euer ganzes Feedback unter den ganzen, ja, unter den ganzen Ronaldo Casino Folgen, für eure Unterstützung. Und ja, dann würde ich sagen, auf ein weiteres Jahr FIFA 15 mit Ronaldos Casino. Wenn wir Ronaldo haben, dann werde ich auf jeden Fall Ronaldos Casino reloaden und dann, ja, bis 100 Toren machen. Bei 50 Toren werde ich dann anfangen und dann bis 100 Toren machen, etc. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich schon drauf, wenn wir dann in FIFA 15 Ronaldo haben. Auf jeden Fall war es das hier mit dem 50. Tor von Ronaldo. Ich werde jetzt noch so eine Spezialfolge machen in der nächsten Zeit, wo ich alle 50 Tore von Ronaldo zusammenschneide, mit cooler Hintergrundmusik beilege, beipacke. Auf jeden Fall, ja. Was ist hier mit dem 50. Tor von Ronaldo? Habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Und ja, mal schauen, ob wir das Spiel noch gewinnen können. So, jetzt geht's weiter nach vorne. Ronaldo weiter auf Van Persie. Und er weiter auf Pogba. Und Pogba zieht in die Mitte mit einem Finesse-Shot. Und Van Persie macht das 3:2, Leute. Was für ein Lacktor hier schon wieder. 88. Spielminute, aber Lack braucht man ja in FIFA, Leute. Und FIFA ist mehr als ein Hobby, muss ich euch sagen, Leute. Das ist ja auch mein Spruch auf meinen Kanalbanner. So gesagt, meine Devise: FIFA mehr als ein Hobby. Ihr wisst Bescheid. Damit ist halt mein Leben gesagt. Oh, mein Leben gesagt? Hä? Was laber ich da? Damit meine ich halt, dass FIFA nicht nur ein Hobby ist, sondern mein Leben, meine ich damit. Auf jeden Fall hier das 3:2, Robin van Persie. Jawohl, da könnt ihr das Spiel doch noch gewinnen hier in der letzten Folge. Ist auch, ja, schön, dass wir das in der letzten Folge, das letzte Spiel gewinnen können. Van Persie auf jeden Fall der Torschütze, der zweifache Torschütze in diesem Spiel, in dieser Folge. Oh, jetzt unser Gegner nochmal, Palacio, nicht das 3:3 fangen. Nein, 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 Paulinho. Foul, oh, jetzt kommt er noch, jetzt bekommt er hier nochmal einen Freistoß in der 90. Aber aus einer richtig guten Distanz. Aus einer richtig guten Distanz. Hier hat Thiago Silva mit einem überharten Körpereinsatz auf jeden Fall hier mit einem Freistoß. Freistoß. James Rodriguez und James Rodriguez macht ihn rein, Leute. Eben habe ich gesagt, schön, dass wir hier die letzte Folge gewinnen können, oder das letzte Spiel in der letzten Folge gewinnen können. Und jetzt macht er mit James Rodriguez einen Freistoß-Tor, Leute. Das ist doch nicht normal. Ja, Leute, das Spiel ist 3:3 ausgegangen hier. Auf jeden Fall, ja, war es das letzte Spiel erstmal im Casino. Auch die letzte Folge. Vorübergehend auf jeden Fall werde ich in FIFA 15, habe ich ja schon sehr oft gesagt in der Folge, wenn ich denn Ronaldo habe in FIFA 15 Ultimate Team, Ronaldos Casino reloaden. Das haben sich ja jede, boah, das haben sich fast alle in den Kommentaren gewünscht, dass ich die Serie weitermache. Auf jeden Fall, ja, werde ich denn in FIFA 15 die Serie, wenn ich Ronaldo habe, auf jeden Fall weitermachen. Das kann ich euch versprechen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier das letzte Spiel in der letzten Folge 3:3 gespielt. Das heißt, wir dürfen keinen Spieler erhöhen oder verschlechtern. Ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zum Pack-Opening. So, Leute, wir haben ja in dieser Folge nur ein Spiel gemacht. Das heißt, wir haben auch nur ein Spielzelt. Eigentlich bringen die Packs zwar gar nicht mehr, weil ich jetzt hier mit Ronaldos Casino aufhöre in FIFA 15. Aber ihr wollt wahrscheinlich die Packs noch sehen. Und ich möchte eigentlich auch noch sehen, was wir jetzt hier drin haben. Auf jeden Fall haben wir hier einen Rodgers von Honduras. Den haben wir schon, können wir ablegen. Und jetzt kommen wir noch zu den Ronaldo-Tore-Pack. Ronaldo hat ja wieder die nächsten 5 Dinger gemacht. Öffnen wir jetzt einfach mal ganz schnell hier das Pack. Zack, zack, zack. Und da haben wir einen Rui Patricio drin. Und sonst nichts Gutes. Wie gesagt, ich habe gestern die letzte Folge hochgeladen. Deswegen kann ich jetzt wieder die Likes nicht in die Wertung nehmen. Ich öffne einfach wieder wie gestern 2 Like-Treue-Packs. Da habe ich ja so ähnlich gemacht. Auf jeden Fall einfach 2 Like-Treue-Packs. Weil es gibt ja immer so 40 bis 60 Likes auf die Folgen. Und dann gibt es ja immer pro 20 Likes ein Like-Treue-Pack. Und im ersten Pack ziehen wir hier Kalatbari. Uiuiui, was für ein Scheiß-Pack. So, Leute, jetzt das letzte Pack der Serie. Ja, danach wird es erstmal keine Packs mehr geben oder keine Folgen, besser gesagt, weil ich beende danach die Serie. Ronaldo hat seine 50 Buden gemacht. Und dann kommt noch eine Spezialfolge, wo ich alle Tore von Ronaldo nochmal zeigen werde. Hier haben wir hier gezogen Nakamura von Japan und Cher von der Schweiz und Carlos Martins von Portugal. Also auch nichts Besonderes. Wir beenden hier auf jeden Fall die Serie mit einem Scheiß-Pack-Opening. Auf jeden Fall, ja. War's das hier mit der 18. Folge? Das ist auf jeden Fall die letzte Folge Ronaldos Casino. Wie schon
mehrmals im Video gesagt, werde ich Ronaldos Casino in FIFA 15 Ultimate Team nochmal reloaden. Dann werde ich halt, wenn ich da Cristiano Ronaldo habe, im normalen Ultimate Team Modi, gibt's ja keinen anderen, in FIFA 15, werde ich dann halt Ronaldos Casino reloaden. Dann werde ich da halt nochmal die Serie starten. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich für eure... Auf jeden Fall bedanke ich mich für euer geiles Feedback unter jeder Folge, Leute, unter jeder Folge. Ich glaube, dass die höchsten Likes, die wir bekommen haben, waren, glaube ich, mal über 100 Likes. Auf jeden Fall fettes Dankeschön an euch da draußen, die ja täglich oder wöchentlich die Serie geschaut haben. Es kommt ja jeden Tag ein Video. Es kam ja nicht immer Ronaldos Casino jeden Tag. Auf jeden Fall werde ich ab FIFA 15 einen Wochenplan haben, wo dann alles steht, wann welche Serie kommt, wann welche Folge kommt. Auf jeden Fall, ja. Bedanke ich mich für euer geiles Feedback und für eure geile Unterstützung unter jeder Folge. Und dann bin ich raus. Sehen wir uns dann morgen wieder beim neuen Video. Ich denke mal, FIFA 15 Demo, irgendein Video werde ich da zusammenbasteln. Eventuell ein ganzes Gameplay oder so ein ganzes Spiel werde ich euch zeigen. Ohne Kommentar, ohne Facecam, einfach nur ganzes Gameplay aufgenommen, also ein Spiel. Ich glaube, welche Mannschaften gibt es eigentlich, aber das labe ich schon viel zu viel. Das sehen wir, seht ihr alles morgen oder wahrscheinlich jetzt schon auf YouTube, weil Xbox One Demo ist ja schon draußen. Playzy muss leider noch einen Tag warten und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Packstrader und ciao!